Die Nürnberg Grizzlies, präsentiert von der PSD Bank Nürnberg. Okay, Männer, jetzt raus auf die Matte, alles geben. Die Freude ist riesig, nach dem letzten Jahr, wo die Saison abgebrochen wurde, jetzt endlich wieder auf der Matte zu stehen, die Ringer zu sehen, das ist ja unglaublich für uns. Und die Durststrecke von den anderthalb Jahren, die war schon sehr lang. Und ist jetzt endlich vorbei und Zuschauer dürfen auch wieder rein. Erklär uns ein bisschen auf, wie schaut es da aus am Samstag? Also Zuschauer dürfen rein, wir dürfen voll machen mit in der Halle. Wir haben die 3G-Regelung, getestet, geimpft und genesen. Das muss kontrolliert werden am Eingang. Und von daher in der Halle selber alle Maskenpflicht. Und von daher können wir es voll machen und freuen uns auf jeden Zuschauer, der kommt. 120% auf der Matte und der Sieg gehört uns heute, okay? Und man muss sagen, der erste Kampf, das wird gleich ein absolutes Highlight. Burghausen kommt. Erstmal, was hat sich bei euch getan? Was ist so neu? Und dann natürlich Burghausen, ein super Gradmesser gleich zum Anfang. Neu ist natürlich, wie es du gerade gesagt hast, Nürnberg Grizzly. Wir sind da offener geworden. Wir sind fürs Marketing viel offener und breiter jetzt geworden. Statt Johannes Grizzly, das ist halt ein Stadtteil. Da kommen wir her, da schlägt immer noch unser Herz. Aber wir haben uns eben umbenannt in Nürnberg Grizzlies, damit wir auch in Frankfurt oder in Hamburg oder Berlin wahrgenommen werden. Das ist jetzt aktuell das Neueste. Und wie sehr wir auf den Kracher freuen, ja. Letztes Jahr hat man mit 2 Punkten verloren in Burghausen und heuer wollen wir schauen, dass wir mit 2 Punkten gewinnen zu Hause. Und los geht's, okay, auf geht's, komm! Playoff, das gebe ich alle Jahre aus. Die letzten 3 Jahre ist es durch wen auch immer versagt worden, obwohl wir die Berechtigung gehabt hätten von der Platzierung her. Aber es ist so, das ist Geschichte, die wollen wir jetzt ruhen lassen. Wir schauen nach vorne und heuer auch Playoff. Playoff müssen wir erreichen, um nächstes Jahr auch erste Bundesliga zu ringen. Denn die ersten 4 Mannschaften jeder Gruppe kommen in die Playoff. Und die 2, also Platz 5 und Platz 6, die steigen nächstes Jahr ab in die 2. Liga. Samstag für alle, die nicht in die Halle kommen können, die können sich den Kampf und die ganzen Heimkämpfe bei uns auf Frankenfernsehen und Franken Plus anschauen. Ja, das ist natürlich einzigartig in Deutschland. Das hat es noch nie gegeben. Ringen, Bundesliga-Ringen live im Fernsehen. Der Bericht, wie wir das rausgebracht haben nach unserem Meeting, der ist durch die Decke gegangen in Deutschland, weil es es eben noch nie gegeben hat, dass man Bundesliga-Kämpfe live im Fernsehen anschauen kann. Und ja, nochmal ein riesen Dankeschön. Die Nürnberg Grizzlies, präsentiert von der PSD Bank Nürnberg.